War klar. Aber bevor ich das jetzt alles nochmal machen muss, weil ich sterbe und dann wieder am Anfang der Karte anfange, vor allem weil der rote hier ist, benutze ich doch mal lieber das Kleeblatt. Nein. Was ist das denn für ein Angriffsmuster? Nein, 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 nicht ins Wasser. Oh, okay, wir warten jetzt, bis er wieder um die Ecke kommt. Und dann werfen wir ihn mit unserem Ball ab. Oh Gott. Das ist jetzt schon ein wenig schwieriger, na toll. Ja, bleib an der Ecke hängen. Sehr schön. Ach, bleib doch mal länger. Na gut, also tut mir leid, Leute, dass das jetzt hier ein wenig länger dauert. Aber ihr seht, ich habe nur noch ein Kleeblatt und ich möchte jetzt nicht mehr sterben. Ich möchte hier durchkommen. Komm, Elefant. Lass dich treffen. Nochmal. Na gut. Nein. Oh. Ja, das kann noch etwas dauern. Huhu, ist das spannend. Dum, dum, dum. Aber ich möchte wirklich nicht ins Wasser fallen. Und das ist hier leider sehr leicht der Fall. Komm, bam. Nein. Ja, er bleibt wieder hängen. Gut. Wie viel hält denn der noch aus? Nicht gut. Lalalala. Also ich vermisse so ein bisschen hier im ersten Teil den Waffenreichtum, den es im zweiten Teil gibt. Da haben wir wirklich die erste obere Reihe hier ist komplett mit Waffen, also komplette Waffen vorgesehen im zweiten Teil. Und da hat man natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten. Da muss man sich nicht auf so auf den Ball verlassen wie ich hier, sondern hat verschiedene Möglichkeiten, um seine Gegner zu besiegen. Und ich habe ihn endlich besiegt. Oh, 10 Herzen. Ja, toll. Egal. Oh, ein Boot. Aber ich möchte noch nicht in das Boot. Ich möchte jetzt erst zur Quelle klaren Wassers. Und die müsste hier sein. Ja, das ist die Quelle klaren Wassers. Bloß leider ist sie zugefroren. Aber nicht verzagen. Wir haben ja die Flöte. Deswegen spielen wir sie mal. Na, wenigstens muss ich erst in Position bringen. Zwischensequenz. Das Eis bricht bei dieser schönen Melodie. Ach. Wunderbar. Da. Oh, das ganze Eis ist aber ziemlich schnell verschwunden. Aber wollen wir mal nicht drüber meckern? Jawohl. Ja, wir haben jetzt die vierte Magiestufe erreicht. Wir haben einen vollen Magiebalken. Wir haben einen Feuerball, den wir werfen können. Ist das nicht geil? Und damit können wir jetzt endlich auch die Super-Dekos ausschalten nach der langen Zeit. Und wir haben jetzt eine Flasche klaren Wassers. Das klare Wasser haben wir in die Flasche gefüllt, die vorher hier war, in der der Kirschsirup drin war. Ich glaube nicht, dass Vincent die Flasche mit dem Kirschsirup ganz sauber bekommen hat, oder? Also ist das jetzt klares Wasser mit Kirschgeschmack? Man weiß es nicht genau. Wow, also bei mir im Haus wird gerade ziemlich rumgehämmert, weil ein Schrank auseinandergenommen wird. Und ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme nicht. Wenn doch, dann wisst ihr jetzt, was es ist. Okay, gut. Wir haben alle 4 Gegenstände, die wir brauchen. Die Tunika der Ahnen, das Buch von Bü, das Amulett von Sendel und... Wow, das hämmert aber doch ziemlich. Die Flasche klaren Wassers. Damit können wir jetzt Feuerbälle werfen und das Klopfen irritiert mich ziemlich. Mann. Egal, ich habe noch ein bisschen Zeit für die Aufnahme. Ich möchte das jetzt nicht abbrechen, sonst werden die Videos zu kurz. Ein Herz. Na egal. Ah, benutzen wir mal das hier. Ja, ich glaube, ich fahre erst mal zur Tippet-Insel. Und es verbraucht auch noch Treibstoff. Ja gut. Fahren wir mal. Twinsen ist wieder nur sehr reduziert. Aber was soll's. Damals waren die Möglichkeiten halt beschränkter. Warum fährt er im Kreis? Nee, egal. Wir fahren zur Insel Tippet und ich glaube, ich hätte doch erst zur Insel Brundel fahren sollen. Aber was soll's? So. Nein, ich wollte doch erst hierher. Ah. Okay. Wir sind hier auf der Nordhalbkugel und da steht schon ein. Wie heißen die nochmal? Pummel, genau. Großer
ihr Tragflächen bot. Ach, danke, ist ja nicht meins. Damit weder die Festungsinsel noch die Polarinsel erreichen. Sie sind durch Strömungen isoliert. Kein Schiff kann dorthin gelangen. Man braucht einen Dinofly, um dorthin zu gelangen. Ja, Dinofly. Also, wir haben noch einen Auftrag bekommen. Beziehungsweise, naja, es ist kein richtiger Auftrag, aber wir müssen einen Dinofly finden. Denn ohne den Dinofly kommen wir leider nicht zur Festungsinsel. Entwässerungsdienst von Funky Town. Oh yeah, Funky Town. Wir sind auf Tippet-Insel in der Funky Town, die irgendwie in einer Höhle zu sein scheint. Weil hier sieht es so ein bisschen aus wie in der Kanalisation, aber hey, ein Klon ohne seinen Helm. Jo, also darauf werden wir bestimmt später nochmal zurückkommen können. Aber erforschen wir erstmal die Funky Town. Uhu. NDA? Na toll, das ist wieder nur Entwässerungsdienst von Funky Town. Na gut. Und da steht bestimmt genau das Gleiche, wenn ich mich nicht irre. Ja, also wir sind wirklich in der Kanalisation. Sehr interessant. Ich kann hier aber auch nicht aus der Kanalisation raus. Das heißt, es ist eine Stadt unter der Erde. Womöglich unter einer anderen Stadt, aber in diese andere Stadt können wir nicht rein. Das ist... Naja, egal. Gehen wir mal hier. Das Fass... Wow, was bist du denn für ein Disco-Hasi? Das sah aber... Mit dem möchte ich reden. Hi, wie geht's dir? Guten Tag. Ich kenne diese Halbkugel sehr gut. Für 10 Taschen sage ich dir, was Van Proctor und Outhack. Na gut. Kauf ich. Also, über welche von Van Proctor Fabriken möchtest du Informationen? Er hat mehrere. Na, wollen wir mal über die Mutantenfabrik. Die Mutantenfabrik. Van Frock hat die Völker dieser Halbkugel evakuiert. Aber es bleiben ein paar Hartgesottene, wie hier in Funky Town. Deshalb produziert er mutierende Insekten in seiner Fabrik am Fuße des Hamalai, um uns auszurotten. Die Fabrik ist anscheinend sabotiert worden. Aber es bleiben noch Monster in der Kanalisation vorhanden. Sie wurden noch vor dieser Sabotage produziert. Übrigens, man kann auf die Riesenkrabben springen. Tja, also werden wir den Krabben wohl nochmal begegnen. Aber man kann drauf springen, was ich auch schon erwähnt habe. Hallo? Rede nochmal mit mir. Ich möchte noch über die anderen Sachen Informationen haben. Also man merkt... Auf der Südhalbkugel, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was hier auf der Nordhalbkugel abgeht, dass Dr. Van Frock hier alle ausrotten will, weil die nicht drüber wollten. Naja, reden wir mal über... Wollen wir mal über... Deutsch, schwere Sprache. Wollen wir mal was über das Beamzentrum erfahren? Das Beamzentrum, es befindet sich auf der Insel. Von dort aus überwachen Van Frocks Schergen jedes Beamen auf dem Planeten. Der Durchlass wird strenger kontrolliert, aber man wird... ohne weiteres öffnen, wenn du dich ausweist. Okay. Naja. Holomap. Holomap. So, wir haben einmal das Beamzentrum auf der Insel Brundle und den Runenstein auf der Festungsinsel, die wir leider noch nicht anreisen können, weil da die Strömungen sind. Und das ist die Polarinsel, da wo dieser Pfad auch von der Festungsinsel hinführt. Und die so ein bisschen aussieht wie ein Vulkan. Na egal. Machen wir mal die Holomap wieder zu. Okay, das Klopfen müsste man hören. Verdammt. Guten Tag. Das nervt ziemlich. Ich kenne diese Halbkugel sehr gut. Für 10 Taschen Dir was Van Frock dort aushackt. Kauf ich. Also, über welche von Van Frocks Fabriken möchtest du Informationen? Ich möchte etwas über das Klonzentrum. Das Zentrum, wo alle Klone des Planeten produziert werden, befindet sich im Innern von Van Frocks Festung. Dies ist sein Hauptquartier, wenn er sich auf dieser Halbkugel aufhält. Vorsicht, ich habe gehört, dass er an einer sehr speziellen Art Klone arbeitet, und zwar auf der Festungsinsel. Okay, das ist doch sehr interessant. Das heißt, dass die Mutantenfabrik haben wir schon zerstört, das Beamzentrum und die Festung wartet noch auf uns. Und nicht zu vergessen, das Hauptquartier auf der Hauptinsel. Na, beißt einer an? Ich versuche, mein Armband wiederzufinden. Warten Sie! Es hat einer angebissen! Was er da wohl aus dem Wasser holt?
Ein Schlüssel. Na gut, dankeschön. Den können wir auch sehr gut gebrauchen. Angel du mal weiter. Wir gehen nochmal zurück, denn da war ja noch eine verschlossene Tür. Ich frage mich, ob ich die mit dem Schlüssel öffnen kann. Weil eigentlich ist der für eine andere Tür gedacht. Aber man bekommt keinen weiteren Schlüssel und... Ha, die kann ich tatsächlich öffnen. Interessant. Falls dir ein Artikel gefällt, stell dich davor und aktiviere Aktion. Hier war ich noch nie drin. Na gut, aber hier ist ja nichts Interessantes. Nur ein bisschen Lebensenergie, Magiepulver und Treibstoff. Guten Tag. Hast du noch was zu sagen? Guten Tag. Nein, du hast nur das Gleiche zu sagen. Gut, dann war das jetzt irgendwie sinnlos. Warum bist du überhaupt in einem verschlossenen Laden? Oder habe ich den Schlüssel nicht verbraucht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe den Schlüssel nicht verbraucht, aber jetzt brauche ich den nochmal. Denn ich möchte eine andere Tür damit öffnen. Komm her. Sprich mit mir. Ich versuche mein Fahrzeug. Ja, gib uns noch einen Schlüssel. Ups. Okay, dann haben wir den tatsächlich nicht dafür verbraucht. Sondern die Tür ist einfach nur so aufgegangen. Das würde mich auch wundern, warum sollte der Laden in einem verschlossenen Raum sein? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was hier hinten noch so ist. Nichts. Na gut. Dann vielleicht hier. Könnte etwas sein. Ah. Hey, was ist das da unten? Da scheint nichts zu sein. Na gut. Gehen wir mal hier rein, denn dafür brauchen wir den Schlüssel, um dieses Gitter aufzubekommen. Und was ist wohl dahinter? Lesen wir mal das Schild. Gaunerstraße, okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir nicht auf irgendwelche Gauner treffen. Wie zum Beispiel diese hier. Was? Niemals. Ich habe jetzt... Meine Schläge haben die... Oh. Lasst mich in Ruhe, ihr... Frisst mein Feuerball. Ja, gut, der eine haut ab. Dafür wirst du jetzt sterben. Er gibt uns noch Caches, immerhin. Oh, das hat mich schon wieder fast meine gesamten Lebenspunkte gekostet. Das ist doch zum Weinen, ey. Zum Heulen. Lebenspunkte. 3. Na, toll. Und da ist es ein Einsturz. Ja, Gaunerstraße. Also, das erkennt man noch so, dass da ein Durchgang war, aber anscheinend ist er eingestürzt. Das heißt, vielleicht hätte man da rausgekonnt. Na egal, wir gehen ins Twinzone Café. Twinzone Café. Das ist eine ziemlich lahme Stimmung hier. Guten Tag. Diese Typen auf der Bühne sind sagenhaft. Es ist noch schade, dass sie nicht spielen. Nicht? Na gut. Man hört die Pfiffe im Hintergrund. Reden wir mal mit dem Barkeeper. Hallo, Barkeeper. Guten Tag. Weißt du, dass es in meinem Keller ein Mittel gibt, um bis zur Festungsinsel zu gelangen? Was ist denn dein Keller in Dinofly? Ich lass dich hinein, wenn du die Show verbesserst. Die Stimmung ist in letzter Zeit erbärmlich. Die Kunden schmollen. Na toll. Reden wir mal mit den Leuten auf der Bühne, mit der Band. Vielleicht können wir ihnen ja helfen, um die Stimmung zu verbessern. Man beachte, wie der Drummer nur aus 3 Kreisen besteht. 1 für den Körper und 2 für die Hände. Guten Tag. Reden wir mal mit dem Hasi. Hallo, wie geht's dir? Unsere Gruppe ist ein bisschen beschränkt. Uns fehlt die Hälfte des Materials und 8 Hits, um ein Album herauszubringen. Ich flehe dich an, besorg mir eine Gitarre. Holomap? Moment. Ja, auf der Wüsteninsel. Denn ihr erinnert euch vielleicht an den verrückten alten Kerl, der beim Bütempel war und in der Wüste Blumen wachsen lassen wollte. Der hatte eine Gitarre. Das heißt, wir werden wieder zur Südhalbkugel reisen müssen, um dort die Gitarre zu besorgen, damit wir hier für Stimmung sorgen können. Ja, ein sehr langer Weg, ich weiß. Aber es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Aber bevor wir das machen, sage ich mal, machen wir einen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann hoffentlich ohne Gehämmer. Dass ich noch nicht mal weiß, ob man das jetzt auf der Aufnahme gehört hat oder nicht. Naja, egal. Mich hat es jedenfalls genervt. Und bevor ich jetzt noch weiter irgendwelchen Blödsinn rede und das Video damit künstlich verlängere, sage ich einfach ciao und bis zum nächsten Mal.